Hi. Und willkommen zur Vernichtung von Melenia. Ja, zu meiner Vernichtung. Oh, ich kann Level machen. Beim letzten Mal haben wir uns durch die Mauern gekämpft, haben die Quest von Millicent fertig gemacht und eine Nadel bekommen, die wir jetzt entweder hier bei dem Boss brauchen oder irgendwie danach nutzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn wir sie besiegt haben, können wir sie dann nochmal heilen oder sowas. Vielleicht stirbt die nicht komplett, wenn wir sie wegboxen. Mein Margit lag ja auch noch auf dem Boden, oder Morgott, wie er richtig heißt. Und ja, wir leveln in Stärke. Zwei mehr Schaden. Genau. Weil die anderen Sets alle eigentlich so sind, wie ich glücklich bin. Schaut mich doch an, wie ich glücklich hier rumlaufen kann. Ich würde gerne noch das Ding hier austauschen gegen mehr Damage, wenn ein Gegner blutet. Das hier. Genau. Heißt, wir haben 1450 Leben. 13 Heilflaschen, einmal Heilung dabei. Die wundersame Arznei, die ich immer vergesse zu benutzen. Und ja. Wundersame Arznei ist bestimmt stark eigentlich, aber hey. Ich freue mich jetzt erstmal auf eine Boss-Cutscene. Dafür mache ich meinen goldenen Schwur. Den einzigen Buff, den ich habe. Neben dem. Oh, und rein. Ja, ich dachte gerade schon, kommt nichts. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melenia, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Oh nein, die wird mich so fertig machen. Hallo. Ich zeig dir defeat. Hast du gespürt? Hat's wehgetan? Oh, wir haben so viel Defensive, das ist so richtig schön. Holy shit, ist die schnell. Ich habe keine Ausdauer gerade. So, kurz einmal heilen. Ich zeig dir die Beat. Heilt er sich durch Treffer? Ich höre so ein... Oh, mein Leben ist schon wieder leer. Wir brauchen den Talisman, der mir heilt. Wir haben sie unterbrochen. Was auch immer sie vorhatte. Oh, die ist cool. Die ist richtig schön schnell. Okay, da bin ich weg. Ja, hörst du auch noch auf? Ah, danke. Nein, 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 nein. Du saugst mich nicht auf. Oh, ah, 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 ah. Aua. Da ist der Angriff. Ja, weich aus. Au. 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 Au, 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 au. Die heilt sich mit Treffern. Das ist der Git-Gut-Boss. Okay, Huh. Das war ein First Try. Hat mir gefallen. Die Fäuste sind eigentlich ganz gut. Die Verteidigung gefällt mir auch sehr gut. Ich hab die gerne.
Der Blutungsbonus ist mir, glaube ich, gerade sogar egal. Der extra Damage, den ich da kriege. Ich will... Wir hatten doch auch sowas. Wir hatten doch auch viele Treffer regenerieren Lebenspunkte. Das will ich. Da. Obwohl? Nee, ich muss mich eh heilen mit meinen Flaschen. Machen wir einfach, dass mein Heiltrank besser ist. Ja. So. Damit wir besser mit klarkommen, mit allem. Boah, was ein Moveset. Achso, ich muss mich noch buffen. Sekunde. Ah, die wartet ja scheinbar. Nett von dir. So. Bin da. Ja, die heilt sich einfach durch Treffer. Die ist wieder voll. Und ich bin leer. Was eine Mechanik. Weiß man, die nicht so durchtanken kann. Aber Blutung haut schon rein. Aua. Okay, vielleicht kurz über Ausdauer. Ich habe echt Ausdauerprobleme. Ich brauche diesen Schildkrötenschild. Wenn sie so lange hochhüpft, dann... Gute Frage, was macht man dagegen? Niro, 13.000 Runden ist ja nichts mehr. Die kann ich liegen lassen. Die sind weg. Die Blutung, die sie staggert, gefällt mir. Und das ist ja erstmal Phase 1. Die hat ja 100 pro noch eine Phase 2. Da, den Jungen hätte ich gerne. Große Last natürlich. Handschuhe machen am wenigsten Verteidigung aus. Nämlich Handschuhe so, dass es mittlere Last ist. Die Reihenfäule. Stulpen sind zu schwer. Leyndell Ritterstulpen. Da fällt doch nicht auf, oder? Ja. So, jetzt habe ich eine leichte Rolle. Und den Schildkrötenschild am komplett falschen Platz. So, bei der Macht der Tiere. Der Ziegenbock-Schildkrötenmann. Werde ich jetzt bezwingen. Okay, rein. Aber ich sehe ja, dass meine Ausdauer einfach die ganze Zeit leer ist, wenn ich 700 mal wegrollen muss in einem Angriff. Hallo. Ah, das ist ein netter Anfang. Au. Hui. Die ist einfach schon wieder voll. Das ist... Sogar ein Tritt von ihr sich sie heilt. Ich muss erstmal 200 mal wieder an der sterben, um alle Moves zu sehen. Aua. Und gleich wieder voll, der Boss. Ah, guck mal, der Sprungangriff ist cool. Danach kriege ich viele Gratis-Treffer rein. Puh. Sprung. Ja. Okay, cool. Ja, nehme ich. So, was ist der nächste Move von uns beiden? Ich gehe erstmal kurz... Nicht neu buffen. Haha. Ist voll nett von dir, dass es so ein Boss ist, der nicht Druck macht. Und ich kann sogar noch den Kriegsschrei zu. Warte. Und ich kann sogar noch den Kriegsschrei zusätzlich machen. So. Ja, ich muss weiter Druck machen für Blutung. Aua. Okay. Hallo, Melenia. Guck mal, sie sagt uns wenigstens immer, wie sie heißt, dass wir uns den Namen mal merken können. I am Melenia. Sehr cool. Die Statue ist von einem coolen Boss. Ja. Take das, Jorm der Riese. Gimmick-Boss. Ist ein Dark Souls 3-Boss, der so ein Riese ist. Und der hat so eine, einfach eine Mechanik, die... Ja,
Mehr sage ich mal nicht. Falls jemand noch Dark Souls 3 spielen will, wenn er jetzt hier so zusieht und dann irgendwie doch Interesse gefunden hat. Okay. Ja. Sie noch weiter zurückdodged. Ja. Oh. Au! Boah, wie sie einfach ein Fünftel vom Leben zurückbekommen hat. Crazy. Hey, warte mal. Oh, die hat ja einfach gleich schon wieder alles geheilt, was ich gemacht habe. So, jetzt bin ready. Ja? Aua. Cool Angriff, ne? Wie wär's, wenn du dich nicht voll heilst? Einfach ein Lifestyle. Kann man irgendwie so Anti-Lifestyle ausrüsten? Wüsste nicht. Schön, Blutung ist drin. Das ist gut. Verbannschrei. Wenigstens den Buff haben. Okay. Netter Kick. Okay, man kann nicht einfach rausrollen. Wusch, wusch. Sie ist nicht voll geheilt, immerhin. Okay, ich habe ein paar Treffer drin. Ich würde gern Phase 2 sehen. Ich würde echt gern Phase 2 sehen. Ich hoffe, du kriegst die bei 50%. Oh mein Gott, nein. Warum hat die eigentlich eine Hitbox unter sich dabei? Okay, der Kick ist okay. Der Kick ist in Ordnung. Aber die hatte eine Hitbox unter... Also zweimal wollte ich schon unter ihr durch dabei. Genau, das kennen wir. Ah, schade. Nein, 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 hör auf. Hör auf, dich voll zu heilen. Ja. Immer wenn es Ching macht, muss ich zuhauen dann. Oh nein. Oh. Schade, ich dachte, wir kriegen sie auf 50%. Also sie war auf fast 50%, aber dann hat sie eben... Ja, ihre Moves gemacht. Gedanced. Ich sehe, dass die Sprungangriff-Taktik hier wieder gut funktioniert. Also theoretisch wäre die bestimmt auch mit dem Hammer machbar. Vielleicht wechsle ich ja auch noch. Wer weiß. Aber die Ausdauer ist sehr schön. Ich kann angreifen und mache mir gar keine Gedanken mehr um Ausdauer beim Kämpfen. Und das ist, was ich wollte. Hätte mich eigentlich drin buffen können, ne? Egal. So. Okay, ich darf nach dem Sprungangriff nicht zuhauen. Ah, ich merke gerade schon wieder die Ausdauer, ja. Es ist sehr doof, dass das funktioniert als Taktik, ne? Ja. Warum bin ich da geblieben? Wie greedy bin ich denn? Wow, ich wollte gerade heilen. Schön einmal in den Sprungangriff reingesprungen, weil ich selber springen wollte. Aua. Oh, Junge, nicht beim Heilen. Junge! Du hast es noch nie so gemacht, du hast mich immer heilen lassen. Auf einmal, nö, ich habe eine neue Kampftechnik, by the way. Ich fuck dich jetzt ab beim Heilen und heil mich wieder komplett voll, als hätte der Kampf noch nicht angefangen. Ich glaube, wenn sie einen Angriff angefangen hat, kann ich sie nicht unterbrechen? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich... muss im letzten... ihn zu ihr hinrutschen, glaube ich, beim letzten der Angriffe. Wenn die zwei Bossleisten hat, werde ich die nie im Leben schaffen, ne? Ich kann mir... Die hat zwei Bossleisten. Die aktiviert keine zweite Phase. Oder sie macht es bei 30% oder so. Was auch okay wäre, weil sie sich halt voll heilen kann, wenn sie gut genug zuhaut. Ja. Wieder über 50. Ich krieg die nicht runter.
Es ist super neu. Die lässt sich auch nicht mehr treffen. Es ist so, als würde die immer schwerer werden, umso weniger Leben die hat. Oh mein Gott, ich meine Ausdauer. Nee. Kann doch nicht sein, dass die immer bis 50% geht und dann sich denkt, jetzt kriege ich keinen Schaden mehr. Und heilt sich immer genau so ein bisschen. Ich will nur sehen, was sie macht. Ich bin viel zu neugierig. Ich werf gleich einen Stein einfach beim nächsten Mal. Die Macht des Klerikers. Ich kann mir vorstellen, dass die mit dem Finger recht einfach wird, weil der Boss staggerbar ist. Was ich soweit jetzt gesehen habe. Was ja heißt, dass... Ja, guck mal. Einmal Blutung reingehauen, einfach mal spontan. Ja, das war doof. Machst du noch ein zweites Mal? Komm. Okay. Renn jetzt immer extra weit weg. Was machst du dann? Rumstehen. Ich habe nicht Schlagen gedrückt, ich habe Rollen gedrückt. Oh, ich bin weg. Gibt es denn Kriegsasche, die Gegner von einem wegwirft? Nee. Nur parieren. Oh, ist bestimmt ein Boss, den man richtig gut parieren kann. Parieren und dann mit meinem Hammer zweihändig immer rein. Was macht sie denn, außer mit einem leichten Schwert rumfuchteln? Ich will die normal bekämpfen. Parieren macht die ja auch irgendwie einfacher am Ende. Klar, man muss das Timing so lernen von den Angriffen. Ich habe das Gefühl, das lässt sich halt alles parieren. Aua. Das. Hallo, lässt du dich parieren, Frau? Du Messer, ich Dolch. Den Kick. Kick lässt sich nicht parieren. Ja, guck mal, wie einfach die zu parieren ist. Okay, ich guck mal ein paar Mal, ne? Ich seh die Angriffe an, was sie kann. Geparried? Geparried? Geparried. Dreimal! Holy shit, ich weiß nicht, ob das die Arbeit wert ist. Eins. Fuß. Was weg. Gottes Willen. Aua, bin tot. Ich habe fast vergessen, dass es dieses Mehrfachparieren gab. Aber dreimal. Okay, wenigstens ist es interessant. Jetzt will ich es aber weiter probieren, erstmal noch ein paar Tries wenigstens. Es war schon sehr satisfying, die dreimal zu parieren. Und dann 1000 Schaden zu machen. Okay, under a stretch. Parieren war lustig. Aber meine Kapuze muss wieder her. So. Wir vermöbeln die einfach mal so, normal, mit Hammer. Habe ich ja nie probiert, mein Hammer. Kann ja sein, dass der eigentlich ganz gut ist. Dass der Hammer dafür gemacht wurde, Millennia zu fällen. Okay, er macht halt wenigstens seine 900 Schaden. Ach, glaube ich, das Sprungangriffszeug. Okay, drei Sprungangriffe und Haltung ist gebrochen. Das ist halt schon cool. Und ich kann nach dem Aufstehen nochmal einen aufgeladenen Schlag. Ja, das ist schon nett. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Ich hab's überlebt irgendwie. Der Angriff ist so fürchterlich. Ausdauer.
Brech den Schildkrötenpanzer am besten halt. Haltung wieder gebrochen? Ja. Okay, Hammer funktioniert halt super gut. Holy. Selbst wenn du nur eine Phase hast, bist du schon schlimm genug. Aber nie im Leben hast du nur eine Phase. So, jetzt kann ich mich nochmal buffen. Voll in der Spur. Weißt du, ich habe hier schon die defensivesten Sachen drin, die ich mir vorstellen kann. Und sie haut so rein. Nein, 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 nein. Du kriegst nicht deine Schläge. Wie aggressiv sie ist. Will sich wieder heilen, die Frau. Oh. Oh, ich habe mein Schutzschild. Also, ich krieg trotzdem die Heilung. Okay. Schade. Ja, ja, ja. Ja, ich versuche gerade noch wegzulaufen, damit meine Ausdauer sich auffüllen kann, weil die irgendwie immer leer ist. Hab gar keine Ahnung warum. Wird hartnäckiger auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich sie zum Ausweichen bringen kann. So. Holy moly. Kurz noch während der Buff aktiv ist, einmal draufhauen mindestens. Puh. Mach was. Ja. Roll, 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 meine Ausdauer wieder leer, ne? Verdammt. Wir haben die erste Leiste fast leer bekommen. Die hat noch kein episches Theme und so. Die hat zwei so Leisten. Oh mein Gott. Der Boss ist nie im Leben mit einer Leiste besiegt. Flaschen verteilen, so. Aua. Die ist wahrscheinlich der schwerste Boss im Spiel, würde ich sogar fast schon vermuten. Oh mein Gott. Ich habe noch das für aufeinanderfolgende Angriffe drin. Das können wir tauschen gegen Sprungangriff-Damage. Ja. Das Good Old Hammer-Setup. Dass sie so hartnäckig auf einmal schon ist. Ich bin gerade jetzt den Kampf angefangen und jetzt sprintet sie nur noch hinter mir. Da! Ich hör nicht mehr auf! Beim ersten Kampf chillt sie ewig. Ich habe die Ultra-Agro-Version erwischt. Okay, alle Buffs drauf. So, jetzt habe ich doppelt gebuffte Sprungangriffe. Let's go. Wenn sie Phase 2 hat, will ich dann Zombo rufen? Ich weiß es nicht. Jetzt kriegt sie 1000 Schaden von so einem Sprungangriff. Das ist nice. Ja, hast du es da mal? Oh cool, danke für den Sprungangriff. Mach doch was, mein Charakter steht 7 Jahre auf der Stelle. Ein bisschen Ausdauer. Was habe ich gemacht, dass bei dem einmal die Haltung gebrochen ist? Einfach sehr schnell halt die ganzen Hits reingemacht, ne? Hat es halt aber von sich aus angeboten. Wenn ich das gemacht. Den wilden Whirlpool. Wo man gerade so mit Rollen überlebt. Zack. Zack. Cool, Haltung gebrochen. Einschlag in den Rücken. Welle der Finsternis, unterbrich sie! Oh, warum hat die dritte Welle der Finsternis nicht unterbrochen? Schade eigentlich. Trank der wundersamen Arznei. Bisschen extra Damage.
Okay. Wenn du nicht anfängst, fang nicht an. Nach dem zweiten Wisch kann ich eigentlich angreifen mit einem Sprungangriff. Zweiter Wisch ist immer nur ein Attack. Oder einfach mittendrin. Wenn wir ganz dreist. Manchmal ist man echt einfach so eine recht zurückhaltende Version von ihr. Ist gerade richtig nett. Ja, schau, sie steht halt nur da. Jetzt macht sie diesen Angriff, wo ich dann einen Charge-Angriff hinterher werfen kann. Ist gerade richtig nett. Die hätten doch nicht dieses Schnetzel-Schnetzel gemacht. Macht einfach ganz normale Angriffe gerade die ganze Zeit. Jetzt kommst du wieder hergelaufen? Jo, lass dich einmal hauen. So. Dann zeig mal Phase 2. Ja, es war so klar. Schön wär's. Zum Buggy weg. Da ist ein Gesicht in dem Baum. Ich hol Zombo. Das sagt der Baum. Wait. Oh no. Da ist der Soundtrack. The scarlet blue flowers once more. Yo, richtig cool die zweite Phase, Schmetterlinge. Richtig doof, dass es laggt. Und ich will nicht grauenbares Grauen kennenlernen. Kannst du dir was anziehen, bitte? Ich will nicht überspringen, ich will nur zu Zombo wechseln. Oh Gott, ich habe Zombo nicht mehr dabei. Weil ich dachte, ich schaffe das. Okay, die kann explodieren dann. Da lach, Freunde. Ja. Wo ist Zombo? Müsste irgendwo hier unten sein. Zombo! Komm rein! Zombo, hilf mir! Ich bin tot! Nein, bin ich noch nicht. Zombo, hilf mir! Mach alles, was ich kann! Ja! Ja! Zombo, mach mich stolz! Ich... Jetzt ist ja Zombo gepackt, oder? Nee, nur weggeworfen. Du musst trotzdem Zombo helfen. Schlag den Schmetterling, Zombo! Ja! Oh mein Gott, die heilt sich immer noch mit jedem Treffer. Hui, Zombo! Aufgespießt. Okay. Oh mein Gott, ich kann das immer noch. Immer noch. Nein, ich mach's nicht. Oh mein Gott. Kann ich mir Holly zur Hilfe rufen? Oh mein Gott. Phase 2 wirkte angreifbarer, aber das auch noch in der schlimmeren Version. Oh no. Vielleicht kann Zombo mir helfen, Phase 2 schneller zu erreichen. Okay. Zombo hilft mit Phase 1. Phase 2 schaffe ich dann irgendwie. Komm mal nicht so angesprint, ich bin noch am Buffen. Danke. Ja, Buff, gib mir den AOE hier. Perfekt. Guck nicht Zombo so an. Zombo ist nur zum Helfen hier. Hihi. Du guckst weg und dann kriegst du einen Zombo-Hammer ab. Was macht Zombo? Was versucht er? Versucht irgendwie sich zu buffen, aber er schafft es nicht.
Jo, jetzt beide Buffs aktiviert. Zombos Sohn King. Und ein AOE Heal macht er schon wieder. Und er wirft Steine. Ich weiß nicht, was mit Zombo los ist, aber Zombo heilt sehr viel gerade. Anstatt anzugreifen. Jo, goldener Zorn. Welle der Finsternis scheint eigentlich auch echt ganz gut zu sein. Was ich so sehe. Zombo hat einfach unendlich viel Mana. Wie es mir scheint. So wie er die Zauber spammt. Na, willkommen in der Zombo-Falle. Ah! Krass, wie hart die vermöbelt wird im Vergleich zu Phase 2, ne, wenn man so überlegt. Hält sich an Zombo nicht, wie es scheint. Das ist super cool. Ja. Das ist ultra hilfreich, dass sie sich an dem nicht heilen kann. Ja, easy. Phase 2, komm Zombo, wir machen die fertig. Du fängst dich mit vollem Leben an, interessanterweise. Zombo geht da weg. Es tut weh. Das ist böse. Ich höre ihn da drin irgendwie so ein bisschen quietschen, ne? Und kämpfen. Oh mein Gott. Bitte mach's gegen Zombo. Ja, vermöbel ihn. Warum habe ich so wenig Schaden bekommen? Aua. Hey, Boss hat gleich wieder mehr Leben als vorher. Das ist so richtig krass, 2000 Schaden auf dem Boss zu sehen. Und er hat einfach volles Leben. Zombo tankt nochmal rein. Ich buff mich nochmal. Boss, der selbst mit Zombo schwer wird. Crazy. So, einmal Haltung gebrochen. Ran da an den Schmetterling. Zieh dir was an, Dame. Wir schauen uns Kinder zu. Sowas dulden wir nicht, der Club der Zombos. Okay. Keine Explosion, kein Nichts. Okay. Nochmal eine Haltung gebrochen. Zombo ist ein bisschen OP vielleicht. Was ein cooler Boss. Warum macht Zombo die ganze Zeit immer wenn er getroffen wird? Oh. Aua. Oh, ich hab's überlebt irgendwie. Okay, weg, weg, weg. Scharlachbeule. Ich find's gut, wie Zombo das so egal ist und er geht einfach wieder rein. Ja! Stirbt sie? Ja. Zombo, oh, Zombo wollte den Kill stehlen. Nein! Hörte nicht Zombo! Ja, Zombo hat den Kill gemacht! Malenias große Rune, Echo der Fäulnisgöttin. Die muss ich irgendwann solo machen. Dear Mikala. Oh, dearest Mikala. My brother. I'm sorry. I finally met my match. Finally met my match. Komplett vermöbelt hat die mich. Oh, Rune. Null. Oh mein Gott. Ich fühle mich schon ein bisschen dreckig, dass ich den jetzt mit dem Imitat bekämpft habe. Aber als ich Phase 2 gesehen habe, habe ich alle... Oh, hallo. Hoffnung verloren. Reine Goldnadel zurückgeben. Oh. Miquellas Nadel und ein Schmiedestein. Das ist eine legendäre Waffe? Haben wir die Questreihe für eine Waffe gemacht? Was wäre eine Nadel? Aber darum spiele ich nicht mit Beschwörungen. So richtig schön dreckig den Boss gemacht. Ich finde keine Miquella-Nadel. Obwohl, eigentlich müsste es ein Schwert sein einfach, ne? So ein Katana. Was sind die Katanas? Hier. Nee, ist kein Katana. Find nichts. Inventar? Hier? Nö, da haben wir nur die Rune.
Such den isolierten heiligen Turm jenseits der verlorenen großen Brücke. Ja, den kennen wir. Ist es hier so ein Einsatz-Item? Und langsam gehen wir die Slots aus. Da. Warum ist es da unten? Eine der reinen Goldnadeln, die Miquella zum Schutz gegen die Einmischung fremder Gottheiten schuf. Sie ist in der Lage, die rasende Flamme zu unterdrücken, sofern sie vererbt wurde, und macht es möglich, das Schicksal zu überlisten und zum Fürsten der rasenden Flamme zu werden. Die Nadel ist jedoch unvollendet, kann nur im Herzen des Sturms jenseits der Zeit verwendet werden, deren Faram Azula zu finden ist. Ist in der Lage, die rasende Flamme zu unterdrücken, sofern sie vererbt wurde, und macht es möglich, das Schicksal zu überlisten und zum Fürsten der rasenden Flamme zu werden. Also die rasende Flamme kriegen wir ja da in dem Keller schon von Shabiri. Von der Dreifingerhand. Ja. Und dann kann ich mit dieser Nadel das wieder unterdrücken. Damit ich der Fürst der rasenden Flamme werden kann. Damit ich mich nicht selber da in dem Topf opfern muss. Damit die Welt verbrennt. Scheinbar. Das Schicksal überlisten klingt ja schon mal cool. Und wir haben natürlich Echo der Fäulnisgöttin. Die Macht seiner Namensgeberin, blablabla, alternativ, blablabla. Miquella und Malenia sind beide Kinder desselben Gottes. Sie sind somit himmlische, leiden aber von Geburt an unter einem Fluch. Die eine wurde mit innerer Fäulnis bestraft, der andere mit ewiger Kindheit. Ich möchte nochmal kurz für Kontext. Das hier ist ewige Kindheit. So ein komisches, verranztes Ei voller Spinnweben. War ich hinter dem irgendwas? Nie geguckt. Aber eigentlich sollte ja einfach hier nur eine Schlucht sein, ne? Ja. Sieht man einfach nur die Map so. Sieht aber schön aus. Dann gehen wir mal die Rune aktivieren. Oh, massiven Respekt. Also der Boss ist giga cool. Oh, der war richtig cool. Oh, Junge. Würde ich nicht seit 9 Tagen jeden Tag aufstehen, Elden Ring spielen von morgens bis abends, hätte ich, glaube ich, auch Bock, den richtig zu machen. Aber gerade bin ich einfach so, er soll tot sein. Das Spiel läuft nicht weg. Das Spiel wird für immer da sein. Es gibt New Game Plus, es gibt alles. Ich habe den Spielstand ja so relativ kurz vor dem Boss kopiert. Ich müsste nur das Gebiet hier nochmal neu spielen. Ja, theoretisch kann man da ja einfach durchsprinten. Also ich habe theoretisch sogar ein Safe-Game vor dem Boss. Falls ich nochmal, bis alle Folgen da sind, Bock habe, den richtig zu machen. Dann wird der so der finale Boss vom Projekt oder so. Das kann sein. Wer weiß. Aber ich habe ja die Safe-Games ohne Ende immer gespeichert zwischendurch, falls meine Aufnahme kaputt geht und so. Das ist alles cool. Wir müssen zu diesem Turm. Und zu diesem Turm kamen wir über die Götterbrücke. Wenn wir den Teleporter genommen haben. Wenn ich mich recht erinnere. Dann können wir Miquellas Rune aktivieren. Ja, eine Rune, die Korbgeister verstärkt, finde ich schon mal super cool. Ich hätte halt alles gerne auf so einem Level 0 Charakter, der am Anfang vom Spiel steht. Weißt du, dass ich so das vererben kann, mein Inventar. Damit alle Waffen sind zwar wieder Level 1 oder sowas und ich kriege auch nicht das Schmiedematerial, aber dass ich diese ganzen Waffen und so von Anfang an spielen kann, wäre schon cool. Ich level mal. Ne, 500.000 Runen spricht für sich. Was hat 400.000 gegeben? Der andere, ne? Der Lavamann. Der Lavamann, der Blutlavamann. Junge, Junge, Junge. Stufenaufstieg. Stärke. 49. Strong, strong, strong. Ja, diese Gravitationswelle ist echt gut gewesen im Boss. Wie hier. Die hat nämlich immer, jedes Mal, den Boss gestaggert. Das ist ein sehr guter Angriff. Und eigentlich war ich ja alleine in dem Bosskampf. Es war nur ich und ich. Und wir haben ich habe gewonnen. Ich habe auch den letzten Hieb gemacht. Isolierter heiliger Turm. Ach. Ein Paladin benötigt keine Hilfe. Wohl. Paladine mögen ihre Companions. Und der beste Companion ist man selbst. So, fahren wir mal hoch. Wir dieses komische Schurkentuch von unserem Gesicht reißen. So, und dann machen wir wieder hier, dass unsere Stats erhöht sind. Und was hatte ich da drin? Ich weiß es nicht mehr. Bin auf jeden Fall immer noch zu schwer. Ach, weil keine Rune aktiv ist, ne?
Ja, ich mach mal noch keine an. Mach mal den Helm wieder weg. Warum sieht so matschig braun aus? Ich glaube, weil es einfach hier dunkel sein soll in dem Turm, ne? Ja, okay. Schon sagen, ich sehe irgendwie sehr matschig aus. Oh, es ist hinter der Bestienkapelle. Bin ja mal gespannt, was die Rune jetzt macht, wenn wir sie repariert haben. Das finde ich super cool, dass man nochmal so einen Moment der Spannung hat, bis man diese Rune aktiviert. Und ich finde es sehr schön, dass mich bisher noch kein Boss hier oben angegriffen hat. Große Rune reparieren. Malenias große Rune. Vielleicht irgendwas mit besserer Scharlachfäule? Wäre schön. Ich würde auch alles nehmen, was Koop unterstützt oder so. Und regeneriert Lebenspunkte durch Angriffe nach erlittenem Schaden. Ach, so eine Bloodborne-Spielstil-Rune. Der Segen dieser halb verfaulten Rune verringert die Heilkraft von Flaschen mit Purpurtränen. Aber Malenias unnachgiebiger Geist regeneriert zum Ausgleich einen Teil eurer Lebenspunkte, wenn ihr direkt nach erlittenem Schaden angreift. Malenia ist die Tochter von Königin Marika und Radagon. Von Marika und Radagon und soll ihre große Rune. Und ihre große Rune hätte daher die heiligste von allen sein sollen. Ja, aber irgendwie ist sie ja so ein bisschen vergammelt. Okay, die Bloodborne-Rune. Cool. Und dann kann ich eine Rune anwerfen. Das ist Bloodborne werde ich nicht spielen. Hammer schon. Bloodborne ist schon fertig. Godric einfach die OP, die beste Rune im Spiel direkt am Anfang. Finde ich nett. Finde ich okay. Ja, dann haben wir das Gebiet des Harlekbaums fertig. Den haben wir fertig gemacht. Da habe ich mich noch umgeguckt in der Folge. Wir haben eine Nadel bekommen, um das Schicksal zu überlisten. Die Kanalisation haben wir fertig gemacht. Wie kommt man nach Farum Azala? Ich meine, ich habe hier in dem Schneefeld so einen random Teleporter gefunden. Dadurch habe ich überhaupt dieses Blutgebiet gefunden. Hier, glaube ich, war der. Also, wir können uns beim nächsten Mal einfach hier in dem Schneegebiet weiter umgucken, weil mehr bleibt uns hier scheinbar nicht über. Und ich hoffe einfach, einen Weg nach Farum Azala zu finden. Und ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Tatsächlich mal. Also, es können immer noch 5 bis 10 Folgen sein, klar. Aber gefühlt ist es ja Richtung Ende. Ja, wir haben das hier auf jeden Fall vor uns. Wie es aussieht, schon 2 Folgen, mindestens 3. Und da ist ja bestimmt auch nochmal ein mächtiger Boss im Farum Azala. Aber wir haben die Statue besiegt. Ganz allein. Solo. Ohne Hilfe. Und welche Türme haben wir jetzt noch nicht benutzt? Die beiden haben wir benutzt, die Türme. Ja, den Turm habe ich benutzt, den Turm habe ich benutzt, den Turm habe ich benutzt. Gehen wir mal nochmal zu Gideon Lockhart. Gideon. Und sagen ihm Bescheid, dass wir Malenia gefunden haben, dass ich die umgeklatscht habe, dass ich die heilige Rune habe. Bin ihm bestimmt Freund, den Jungen. Falls er uns nicht schon hasst oder nicht schon weg ist oder so. Hey, da ist er. Hallo. You. What is it? Ich habe Hallig-Baumwurzeln fertig gemacht. So, the Halig Tree. Now but a husk. I heard speculation Mikola embedded himself in the Halig Tree. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant form. Indeed. It seems those words held weight. How vexing. That the All-Knowing didn't have the full story. Perhaps the Queen's sorrow was justified. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. A secret rite, known only to me. You are a true fellow. All I ask. Ja, genau, das hat ja. Göttliche Fügung des Fürsten. Cool. Well, what is it now? Ja, ich habe eigentlich noch gesagt, dass ich den besiegt habe und die Rune habe, aber scheinbar ist es dir egal. Gucken wir uns erstmal unseren neuen Zauber an. Die göttliche Fügung des Fürsten erhöht Heiligschadenresistenz bei euch und Verbündeten deutlich. Okay, das ist cool, wenn wir gegen was Heiliges kämpfen. Es wird ja früher oder später kommen. Wir haben ja Göttin Marika noch nicht getroffen und so. Kommt ja alles.
Er will nicht mehr mit mir reden. Oh. Waren das alle Halbgötter? Dann gucken wir mal, was wir aus dem Boss-Echo machen können. Was uns Tolles hier angeboten wird. Dafür bekommen wir einmal Scharlachrotes Aeonia. Ein 35 Glaubensspell. Erzeugt eine riesige Blume, die explodiert und Scharlachfäule freisetzt. Jedes Mal, wenn die Scharlachblume blüht, schreitet Malenias Fäulnis weiter fort. Zweimal ist sie bereits erblüht. Beim dritten Mal wird sie zu einer wahren Göttin. Ja, das dritte Mal war dann im Kampf gegen mich, nehme ich an. Wo sie dann so Flügel bekommen hat und so. Der Göttin der Fäulnis. Und eine Klinge für Malenias Armprothese. Ein Segen schützt sie vor Fäulnis. Malenias Kriegsprothese ist ein Symbol ihrer Siege. Manche sagen, sie hätten Schwingen gesehen, als die Klinge gen Himmel gestreckt wurde. Schwingen des eisernen Willens, der niemals gebrochen wurde. Tanz der Kraniche. Ja, ist dieses Rumhüpfen, ne? Mhm. Bis zu zwei weitere Angriffe kann man damit ausführen. Geschicklichkeit. Ja, das Ultra-Katana halt. Crazy, crazy. Ja, das kann ich sogar nutzen, halt. Scharlachrote Aeonia. Dann nehmen wir das mal mit. Was verkaufst du? Du verkaufst die Rüstung? Königlicher Ritterhelm? Wer ist das denn? Die silberne Hand der Ritterin... Der silberne Helm der Ritterin Loretta, die Miquellas Harlekbaum diente. Ah! Die Rüstung können wir jetzt kaufen. Cool, die hat einfach so eine Baumkrone auf. Ja, wir können Prothesenbeine holen. Ein Beinschutz aus reinem Gold. 1, 2, 3, 4. Und den Helm nicht auch mit. Helme immer wichtig. Cool. Ja, guck mal, wir können barfuß rumlaufen. Let's go. Guten Tag, ich bin Zombo die Walküre. Und der Helm ist irgendwie besser. Guten Tag, ich bin Zombo die Walküre. Schaut mir nicht so in den Schritt. Ja, cool. Ja, schick, schick. Aber der Helm ist doch viel wichtiger. Ja, ich bin der Erdenbaum. Ja gut, Leute, dann mache ich erstmal Pause. Ich überlege, was ich so als nächstes angehe. Und wir sehen uns... Ja, so ein Teppich kenne ich auch. Gibt's überall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer Folge Elden Ring, wenn wir Bosse bekämpfen. Ich hoffe, der Bosskampf war trotzdem cool für euch beim Zusehen. Ich habe Phase 2 einmal normal erreicht und dann wurde ich nur noch vermöbelt und hatte Angst. Aber irgendwann werde ich die vielleicht mal vermöbeln. Wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann.